Wie meinst du das? Naja, erst fange ich an mit meinen sechs, dann mit du mit deinen sechs. Dann mache ich weiter mit deinen sechs und du mit meinen. Mhm. Mhm. So reden wir immer abwechselnd. Geht auch. Oder machen wir immer abwechselnd? Also erst die eigenen? Ja, oder? Sicher? Nein. Ich weiß es nicht. Ich kann auch zuerst die sagen, die ich für dich ausgesucht habe. Okay. Ich sag eins, was ich für dich ausgesucht habe, und du sagst auch eins, was du für dich ausgesucht hast oder was du für mich ausgesucht hast. Oh mein Gott, das ist kompliziert. Okay, was macht denn mehr Sinn? Keine Ahnung, ich glaube, für die Zuschauer ist es relativ egal. Was meinst du denn, Karl? Karl, was sagst du als erfahrener Zuschauer? Guck mal, jetzt guckt das. Das ist ja der Wahnsinn. Wenn ich wüsste, wo die Fliegenklatsche wäre, würde ich dem ein Ende setzen. Aber ich weiß leider nicht, wo die ist. Du musst doch nicht deine Hausfliege kaputt machen. Es kommt immer ein neuer Karl. Also ehrlich. Hallo ihr Lieben. Wir haben euch heute ein neues Format mitgebracht. Und zwar machen wir 12 Books in 12 Months. Aber so, dass wir halt die Hälfte unserer Listen selbst aussuchen und die andere Hälfte wird von der jeweils anderen bestimmt. Genau, wir haben also quasi in die Stapel ungelesener Bücher der jeweils anderen reingeguckt und uns sechs für die anderen ausgesucht. Genau. Für die anderen vor allem. Für die anderen. Für die vielen anderen, die hier so mitspielen. Ja. Ja, und genau. Die 12 Bücher, die wir jetzt gemeinsam erarbeiten, müssen wir dann im nächsten Jahr lesen. Ja. Ja, ich bin ganz gespannt. Hast du sowas vorher schon mal gemacht, dass du dir eine Jahresliste gemacht hast? Gar nicht. Nee? Mm-mm. Du? Ah ja, du hast es dieses Jahr gemacht. Ich habe es dieses Jahr versucht. Hattest du dir die wieder alleine ausgesucht oder? Nee, ich habe mir die im Büchertreff zusammenstellen lassen. Allerdings habe ich nur 6 davon geschafft. Ist ja noch was, noch im Monat. Aber diesmal ist vielleicht der Ansporn größer, wenn wir das zusammen machen. Das stimmt. Ende nächsten Jahres können wir dann einen kleinen Rückblick machen. Genau, was wir davon gelesen haben und was nicht. Ja. Ja. Gute Idee. Ja, wir wollen das so machen, dass wir erst meine Liste komplett zusammenstellen. Also ich fange quasi an und sage erstmal ein Buch, was ich mir ausgesucht habe, und dann erzählt Jana mir, was ich sonst noch zu lesen habe. Und dann machen wir das erstmal abwechselnd und dann kommt nachher Janas Liste. Ich bin so gespannt, was du für mich ausgesucht hast. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Ich finde es super gut. Ja, soll ich einfach mal starten? Ja, starte mal. Also das erste Buch, was ich mir ausgesucht habe, ist von Megan Hunter, die Harpier. Das stand doch auf meiner Liste. Das habe ich mir fast gedacht, weil das irgendwie so ein... Da haben wir uns viel drüber unterhalten, ja, auch, ne? Ja, ja. Die Übersetzung ist von Ebba Drolzhagen und das ist im CH Beck Verlag erschienen. Ich habe mir das auch dieses Jahr erst gekauft, das Buch, und bin aber total gespannt darauf, weil es darum geht, dass eine Ehefrau ihren Mann dreimal dafür bestraft, dass er sie quasi betrogen hat. Mhm. Aber er weiß halt nicht wann und wie. Und ich finde, also, ja, so schon Gänsehaut, wenn ich das höre. Klingt, als könnte es cool werden, auf jeden Fall. Ich glaube auch. Deswegen, ich bin so gespannt auf dieses Buch. Ich möchte es auch nicht viel länger auf dem Sub liegen haben. Ja, kannst ja direkt mit starten dann. Ja. Ja, deswegen. Also das ist das erste Buch, was ich ausgesucht habe. Das Buch, was ich für dich ausgesucht habe, ist gar nicht so ganz uneigennützig, weil ich endlich jemanden haben will, mit dem ich darüber reden kann. Und deshalb musst du Throne of Glass Band 1 lesen. Okay. Hast du ja schon was gemacht. Weil ich dachte, das liegt sonst bestimmt einfach noch sehr lange bei dir rum. Und ich möchte es gerne wieder haben, ist aber immer legal steht. Nein, eigentlich möchte ich nur, dass du es liest, weil ich möchte wissen, ob du das auch gut findest, und deshalb... Okay. Ja. Ja. Und dann höre ich auch auf zu nerven. Du meinst, von da an ist es ein Selbstläufer und ich lese ich alleine hoffe, weiter? Das ist der Idealfall. Ja. Ja, gut. Okay. Über Throne of Glass müssen wir nicht mehr so viel sagen, oder? Nein, oder? Ich glaube nicht. Hat Jana ja jetzt schon oft genug erwähnt. Genau. Ja. Mein nächstes Buch habe ich mir hauptsächlich ausgesucht, weil ich den Titel so cool finde. Und zwar von Ada Dorian, Betrunkene Bäume. Sehr gut. Das habe ich, ich weiß gar nicht, seit wann ich das auf dem Sub habe, aber
Ich habe das damals in einem Bücherabo mal zugeschickt bekommen von der Buchhandlung Riemann. Da hatte ich jeden zweiten Monat habe ich ein Taschenbuch zugeschickt bekommen. Ja, das habe ich auch mal gehabt, eine Zeit lang. Und das war halt dabei und ich fand den Titel. Ich weiß auch nicht, warum ich es immer noch nicht gelesen habe, aber. Es gibt so viele Bücher. Ja. Darin geht es wohl um. Oh. Also. Ich kann euch mal eben vorlesen, worum es da geht. Und zwar, Erich ist über 80 und verliert Stück für Stück seine Unabhängigkeit. Außerdem trauert er um die Liebe seines Lebens. Als junger Forscher hatte Erich eine Expedition in die Taiga unternommen. In jener Zeit hat er Schuld auf sich geladen, die bis heute nachwirkt und Erich vereinsamen lässt. Dann jedoch tritt Katharina in sein Leben. Sie ist von zu Hause ausgerissen, als ihr Vater die Familie verlassen hat. Berührend und poetisch beschreibt Ada Dorian die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft, die um Schuld und Verrat, um Heimat und Entwurzelung kreist. Könnte ganz Klingt gut gut, sein. ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich habe als nächstes ein Buch auch von mir für dich ausgesucht. Die Mitternachtsbibliothek Ja. von Matt Haig. Weil mich die echt bewegt hat, als ich die gelesen habe. Und ich glaube, dass die dir auch nahe gehen wird und dass sie dir auch viel bringen wird. Irgendwie, weil die Geschichte einen echt berührt und nahe geht. Und ich glaube, das ist ein Buch, was man einfach lesen sollte. Okay. Ja, es stand ja auch, oder steht das immer noch in den Bestsellerlisten? Ich weiß es gerade gar nicht, aber Aber ja, das habe ich ja auch schon länger auf dem Schirm, bestimmt. genau. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Cool. Wie war das nochmal? Die kommt in eine Bibliothek, wo sie alternativ leben, Ja, genau, die zu deinem Buch? Protagonistin bringt sich am Anfang des Buchs selbst um und landet dann in dieser Mitternachtsbibliothek, in der ganz viele Bücher stehen, in der verschiedene Realitäten ihres Lebens oder Alternativen ihres Lebens drin sind. Und sie kriegt die Gelegenheit, in verschiedene Alternativuniversen, keine Ahnung, reinzugucken und sieht, wie ihr Leben so abgelaufen wäre, wenn sie sich an bestimmten Punkten in ihrem Leben für eine andere Sache entschieden hätte, als sie es getan hat. Ja, es ist richtig gut. Hast du dir, während du das gelesen hast, auch bei dir selber überlegt, an welchen Punkten du vielleicht was hättest anders machen können? Ja, also es gibt ja so gewisse Sachen, wo man sich noch ganz lange, Jahre später fragt, was wäre wohl, wenn ich damals das und das anders gemacht hätte, ne? Hat man ja. Es gibt so Ja, Sachen, wo klar. man sich fragt, was wäre passiert, wenn ich mich da anders entschieden hätte. Und klar, da habe ich auf jeden Fall drüber nachgedacht. Und ich finde das Buch einfach so gut, weil man vorgelegt und vorgezeigt bekommt, dass alle Entscheidungen, die man trifft, für irgendwas gut sind. Und dass man so eine sehr idealisierte Vorstellung von der alternativen Realität hat, die da rausgekommen wäre. Und meistens wäre es wahrscheinlich nicht so cool geworden, wie man es so in seinem Kopf durchspielt, ne? Ja, die Fantasie, die macht das immer schöner, als Genau. es dann im Endeffekt ist. Ja. Stimmt schon. Ja. Ja, cool. Gut. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich habe mir als drittes Buch ausgesucht von Angie Sage, glaube ich, so wird die ausgesprochen. Maximilian Flügelschlag. Das ist erschienen beim Dragonfly Verlag und wurde übersetzt von Hanna Fliedner und Katrin Segerer. Und ich habe damals mit den beiden eine kleine Brainstorming-Runde mitgemacht und habe dann so ein bisschen vom Übersetzungsprozess halt auch mitbekommen. Und die beiden sagen halt auch immer, es ist schade, dass dieses Buch irgendwie so untergegangen ist, weil da auch viel, viel mehr drin steckt, als man so meint. Ja, und da bin ich dann halt auch mal gespannt. Auch dazu kann ich euch mal eben ganz kurz den Klappentext vorlesen. Maximilian Flügelschlag ist ein sanftmütiges Wesen. Aber seine schimmernden Flügel, die vielen Arme und langen Antennen machen den Leuten Angst. Um zu beweisen, dass er ein gutes Herz hat, rettet er Caitlin und Jono, die vom Silberschiff geflohen sind. Was er nicht weiß, die oberste Wächterin hat es auf seine flügellosen Freunde abgesehen und auf das Geheimnis, das sie mit sich tragen. Ja, das wollte ich auch lesen. Hast du das schon da? Nee, ich habe es noch nicht auf meinem Sub. Schade. Aber ja, vielleicht könnten wir ja auch einen Buddy Read dann draus machen, wenn Ja, du vielleicht. Lust hast. Können wir mal gucken. Gut. Ja.
Weiter geht's. Ich habe als nächstes Milchmann von Anna Burns ausgesucht. Das haben wir ja beide. Und ich dachte, so ein Buddy Read könnten wir auf jeden Fall nochmal machen. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, weil das ja die Anna-Nina Kroll übersetzt hat und dafür ja auch ausgezeichnet wurde. Mhm. Mit dem Strahlener Übersetzungspreis. Genau. Und ja, ich dachte, das muss auf jeden Fall bald mal gelesen werden. Es sollte nicht so lange auf dem Sub liegen und vor sich hin dümpeln. Und deswegen habe ich das auf die Liste gepackt. Und das ist, es geht irgendwie um eine junge Frau, die die Aufmerksamkeit eines relativ, ich weiß nicht, relativ alten Mannes, viel älteren Mannes auf sich zieht und irgendwie das dann versucht geheim zu halten. Und in dieser Stadt, in der sie lebt, ist das schwierig und führt zu Problemen und zu vielen Gerüchten. Ich glaube so ungefähr. Ja, ich bin gespannt, was da auf uns wartet. Soll ja ein ganz tolles Buch sein. Ja. Spannend. Spannend. Sehr cool. Ja. Mein nächstes. Oh ja, das liegt schon lange auf dem Sofa. Von Erin Morgenstern, The Night Circus. Das ist ein... Hast du das auch? Ja. Schade. Gut, dass ich so gut vorbereitet bin. Ist ein englisches Buch und das ist jetzt bei mir nochmal ein bisschen weiter nach oben gerückt, weil Bibi Alston geschrieben hat letztens, dass das eins seiner Lieblingsbücher ist. Und Bibi Alston hat ja Amari und die Nachtbrüder geschrieben. Und ja, mich interessiert einfach, was dahinter diesem Night Circus steckt. Ja, wie gesagt, ich hatte das bei mir jetzt auch für dich aufgeschrieben, weil ich, als ich auf deine Liste geguckt habe, auch daran hängen geblieben bin und gedacht habe, dass das echt spannend klingt. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich das auch gerne lesen würde. Und dachte, viel weiß man ja nicht über das Buch. Ne? Es ist nur, irgendwo taucht dieser Nachtzirkus auf, aber man weiß nicht, wo und warum. Genau, und dann gibt es diese beiden, dieses Paar, das ineinander verliebt ist und die verfeindeten Familien irgendwie. Ich weiß gar nicht super viel über das Buch, aber ich höre halt ständig, wie toll das sein soll. Ja. Von daher bin ich da jetzt auch sehr gespannt drauf und es muss jetzt unbedingt auch vom Sub erlöst werden. Ja, gut, dann mache ich weiter, ne? Mhm. Ich habe als nächstes für dich aufgeschrieben, Der Junge, der das Universum verschlang, von Trent Dalton. Das fand ich nämlich auch irgendwie sehr interessant. Es geht irgendwie um einen 11-jährigen Jungen, der unbedingt ein guter Mensch werden will, aber in seinem Umfeld eigentlich nur schlechte Vorbilder hat. Seine Eltern, glaube ich, sind heroinabhängig und ich weiß es gar nicht mehr so genau, was da alles ist. Aber er hat auf jeden Fall nur schlechte Vorbilder und versucht trotzdem so in dieser Welt ein guter Mensch zu werden. Auch klingt nach einer tollen Geschichte. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ist ja dieses Jahr im Dragonfly Verlag erschienen, ne? Das weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Ach nee, Dragonfly, Quatsch. Harper Collins aber auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachgeguckt. Ja. Hab das Cover vor Augen. Das ist schwarz-pink. Ja, gut, na dann. Aber wir blenden euch die Cover ja sowieso auch ein. Ja, cool. Hast du das nicht auch auf dem Sub? Nee. Nein? Das nächste, was ich mir noch draufgeschrieben habe, ist von Anna Benning, Vortex Teil 3. Weil ich die Reihe jetzt auch unbedingt beenden möchte. Ich bin sowieso schon die ganze Zeit total gespannt, wie es weitergeht mit Ellie und Bale. Da habe ich eigentlich auch schon genug drüber gesagt, über die Reihe, oder? Ja, ich muss ja auch unbedingt endlich mal Band 2 lesen. Solltest du, ja. Ja, unbedingt. 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 Ja, also Band 2 hat mich ja total vom Hocker gehauen und ich möchte jetzt einfach die Reihe beenden, um zu wissen, wie es mit den beiden ausgeht. Ja, kann ich gut verstehen. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Gut, dann mache ich weiter mit Here I Am von Jonathan, ich kann den Namen nicht aussprechen. Jonathan Safran Foer. Genau, das, was du sagst. Auch eigentlich ein bisschen eigennützig, weil ich... Echt? Ja, weil ich habe noch nie was von dem... Ach doch, hier extrem laut und unglaublich nah habe ich gelesen. Das habe ich gerne gelesen. Und du schwärmst ja eigentlich immer von dem, ne? Dass du den so gerne magst. Und ich dachte, es wird Zeit, dass du das mal liest. Weil vielleicht ist das ja auch was für mich. Das ist tatsächlich dann auch sein drittes Buch, was ich von ihm lese. Also ich habe dieses Jahr auch gelesen Everything is Illuminated. Ja. Fand ich ja auch echt cool. Obwohl das ein bisschen
sich zäher lesen ließ als jetzt zum Beispiel Extremely Loud and Incredibly Close. Mhm. Aber ich finde die Form, die er wählt, immer so super interessant. Und Here I Am habe ich jetzt halt auch schon ganz, ganz lange auf dem Sub. Genau, und es ist auch relativ dick, ne? Ja. Und ich dachte, ich tue dir was Gutes, wenn du das von deinem Sub runterkriegst, dann freust du dich. Ja, es ist ein fetter Schinken. Ja. Aber ich glaube, dass da auch ganz viel Dialog drin ist. Deswegen habe ich so die Hoffnung, dass sich das nicht ganz so lange zieht. Ja, es geht ja irgendwie um ein Familiendrama von einer jüdischen Familie. Ja. Mehr weiß ich auch nicht. Genau. Ja. Ja, cool. Das guckt mich auf jeden Fall auch ständig an, wenn ich auf meinen Mich Stapel auch, gucke. Wenn ich auf deinen gucke. Wenn ich auf diesen Stapel bei dir gucke. Immer fällt mir das sofort ins Auge. Es ist auch quasi das dickste Buch, was da drauf liegt. Na, hab ich gut gemacht, ne? Wenn, toll. Also ist nichts im Gegensatz zu Throne of Glass. Natürlich nicht, aber... Ja, ja. Ja, ach krass. Da muss ich das auch lesen nächstes Jahr. Hat er eigentlich noch mehr geschrieben? Der hat nicht ganz so viel mehr, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Tiere essen hat er noch. Der Autor. Das will ich auch noch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Ich wollte ja irgendwann ja auch nochmal hier extrem laut und unglaublich nah rereaden. Rereaden. Ja. Nochmal lesen. Danke. Dass du das nochmal übersetzt hast. Wow. Gern geschehen. Ja. So, die letzten beiden. Ja, ich habe noch was sehr Eigennütziges gemacht. Ich habe mir nämlich von George R. R. Martin A Feast of Crows draufgelegt. Ach was. Damit ich endlich mal mit meinen Reihen vorankomme. Das ist der vierte Band von der Game of Thrones Saga. Und ich habe das bisher so gemacht, ich hab natürlich die Serie schon komplett von vorne bis hinten geguckt. Aber ich mache das jetzt so, dass ich die Bücher lese und danach mir die Serie auch nochmal auf Englisch angucke. Ich habe die nämlich mit meinem Mann auf Deutsch geguckt. Ja. Ja. Wir haben die lustigerweise auch letztens nochmal von vorne geguckt, weil ich so Lust auf Game of Thrones hatte. Mhm. Und es hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, ich habe die, glaube ich, schon zweimal oder sogar dreimal geguckt. Und es ist ja wirklich jedes Mal so, wenn du wieder von vorne anfängst, fällt dir irgendwas Neues auf, ne? Ja. Weil das ja so komplex ist. Ja. Ich hatte auch immer vor, das mal zu lesen, habe ich aber noch nicht gemacht. Ja, Damian, der hat mir irgendwann halt mal diesen Schuber geschenkt, ne? Komplett auf Englisch, alle 5 Bände. Mhm. Weil mittlerweile gibt es ja alle in 6, glaube ich, auch schon. Ja, kann gut sein. Ja. Ja. Und da muss ich echt mal mit vorankommen. Aber das sind halt auch so Riesenwälzer. Das sind auch, das erinnert mich immer so ein bisschen an die Bibel. Also super dünnes Papier, ne? Also deswegen wirken die nicht so dick, die Bücher. Aber es sind immer auch 1000 Seiten oder mehr. Ja, und vor allen Dingen passiert da ja auch immer so viel, ne? Mhm. Ja. Also ist ja nicht so, als könnte man das mal so eben nebenbei lesen, sondern man muss schon. Ja, ne? Aber es ist schon cool, weil es auch in die einzelnen Personen eingeteilt ist. Also du liest halt immer ein Kapitel aus der Sicht einer Person. Mhm. Steht dann... Die sind auch immer nur überschrieben mit den Personennamen. Mhm. Ja. Ja, cool. Ja, da freue ich mich auch drauf. Glaube ich. Brauche ich aber länger für. Ich glaube, für das letzte habe ich 2 Monate gebraucht. So. Naja. Gut, was hast du noch? Mein letztes ist Through the Language Glass von Guy Deutscher. Ein schönes Sachbuch. Genau. Ja, ich fand das klang super interessant. Ja, habe ich damals auch gedacht und seitdem liegt es halt da. Ja, es geht ja irgendwie darum, habe ich mir auch geschrieben, wie die Muttersprache prägt, wie wir die Welt sehen. Ja. Und ob andere Sprachen die Denkweisen der Menschen verändern können. Und ich fand es super interessant. Ja. Ja. Geht auch so ein bisschen in die Richtung von Sprache und Sein, ne? Habe ich nämlich auch gedacht. Genau. Ja. Und deshalb... Ist mit Sicherheit mega interessant. Ja. Ist aber halt ein Sachbuch auf Englisch. Das stimmt, aber du hast es auf deinen Sub gelegt. Ich weiß. Das ist ja jetzt nicht meine Schuld. Ja, krass. Wie viele englische Bücher habe ich denn dann? Also ich habe hier 2 ausgesucht. Wie viele? Ich habe auch 2 für dich. 4 von 12 Büchern auf Englisch. Okay. 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 Ja. Gut. Das ist also meine Liste für das nächste Jahr. Spannend. 2022. Mal sehen, wie viel ich davon schaffe. Naja, aber 12 Bücher kann man ja gut schaffen im Jahr. Das habe ich dieses Jahr auch gedacht. Jetzt ist die Motivation größer.
Auf jeden Fall. Wir können ja für diese Liste noch so einen extra Pot zum Ziehen machen. You know what I mean? Ja, meinst du, damit kannst du mich noch mehr motivieren? Ja, hab ich gedacht. Ja. Hast du vielleicht auch recht. Ja, das kenne ich doch. Ja, cool. Ja. Danke. Gerne. Bin gespannt. Okay. Gut, kommen wir zu deiner Liste für 2022. Ja, ich bin eingestiegen mit was, worauf ich mich sehr freue, wo ich denke, das liest du auf jeden Fall ohne Probleme, mit The Court of Thorns and Roses von Sarah J. Maas, weil ich ja jetzt den letzten Band von Throne of Glass lese und da ja schon lange darauf hinfiebere, die neue Reihe anzufangen, und deswegen habe ich den ersten Band ausgewählt. Sehr schön. Ja. Ich bin auch gespannt, wie du ihn findest. Du hast das auf Englisch, ja, ne? Weil du die deutschen Cover nicht gut fandest. Ja. Nein. Verstehe ich auch nicht, ne? Also ich finde die ja hübsch, die deutschen Cover. Ja, ich finde die auch okay, aber nein, also im Grunde klar, ich finde die englischen Cover irgendwie cooler und ich wollte sie aber auch gerne mal auf Englisch lesen. Ja. Gut. Ich habe als erstes für dich ausgesucht von Kevin Kwan, Crazy Rich Asians. Ah! Cool, ja. In der Übersetzung von Jenny Merling und Anna-Christine Kramer. Yes. Da geht es ja darum, dass jemand in eine total reiche Familie kommt. Die sind nicht nur reich, sondern crazy rich. Genau. Und ja, ich glaube, da geht es einfach drum, ne? Was genau. Für Eigenarten die so haben. Ich habe den Film auch schon gesehen. Gibt es da einen? Ja, da gibt es einen Film zu. Den habe ich schon gesehen und ich habe Band 2 und 3 auch schon auf dem Sub, weil die Lisa Kögelbühn die beiden übersetzt hat und mir Belegexemplare davon gegeben hat. Und deshalb habe ich dann Band 1 auch besorgt, quasi, damit ich die auch beide lesen kann. Sehr gut. Ja, finde ich richtig gut. Freue ich mich drauf. Das heißt, jetzt hast du den richtigen Schubser, jetzt kannst du mit der Reihe anfangen. Ja, cool. Freue ich mich. Mein nächstes ist Lord of the Flies von William Golding. Noch ein englisches Buch. Ja, und ein Klassiker. Ich hatte so Klassikerlust irgendwie und hatte Herr der Fliegen schon lange im Auge, weil ich das nicht gelesen habe bisher. Aber die Story eigentlich cool finde, ne? Mit den Jugendlichen, die allein auf dieser Insel sind, ohne Erwachsene und sich so dieses neue Sozialgefüge da ergibt. Genau. Ist bestimmt auch interessant. Ja. Ist ja auch viel Schullektüre, ne? Ja, genau. Also wir haben es damals nicht gelesen. Nee, wir haben ja offensichtlich auch nicht. Aber das klingt auf jeden Fall so, als würde es viel Gesprächsstoff auch geben. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, glaube ich. Cool. Ja. Ein Klassiker. Ich habe gar keinen Klassiker. Oh no. Da muss man noch parallel Lust lesen. Drauf hat, dann. Das zweite, was ich dir draufgelegt habe, ist von J.K. Rowling, nämlich der Ikabod. Ah, ja, stimmt, den hast du mir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt oder zum Geburtstag, ich weiß gar nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Stimmt. Aber ja, den habe ich dir geschenkt und ist natürlich auch ein bisschen eigennützig, weil ich ja endlich wissen will, wie du ihn findest. Ja, hast du den schon gelesen eigentlich? Nee, auch nicht. Ich nicht. Ja, aber cool. Ich warte so ein bisschen darauf, dass du ihn liest und mir dann vielleicht das lässt sich bestimmt stellst. Das lässt sich bestimmt einrichten. Cool, der Ikabod. Ja, freue ich mich drauf auch. Cool, super. Gut, mache ich weiter mit Die Gabe von Naomi Alderman. Das habe ich irgendwann beim letzten Neuzugänge-Video hatte ich das dabei. Stimmt. Also habe ich irgendwann im Sommer gekauft. Das ist so ein bisschen Science-Fiction, wo es darum geht, dass die Frauen plötzlich das starke Geschlecht in der Gesellschaft sind und irgendwie, ich glaube, andere Menschen durch bloße Berührung Schmerzen zufügen und auch töten können. Mhm. Und das fand ich super spannend. Ich glaube, dass das so ein bisschen in die Richtung sozialkritisch geht und fand es cool. Das klingt super interessant. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt. Also Cool. Yes. Gute Auswahl. Dritte von mir ist Julian Barnes mit Die einzige Geschichte. Ja. Cool. Ich war ja damals von meinem ersten Julian Barnes Buch echt begeistert und fand es auch schön, dass du dir letztens eins gekauft hast und habe gedacht, so, dann schubse ich dich jetzt mal in die richtige Richtung, damit du es auch direkt liest. Ja, das ist gut. Ja. Es geht um die erste Liebe, allerdings ist da ja das Problem oder die Hürde, dass sie, glaube ich, viel älter ist als er. Ja, genau, er ist, glaube ich, 19, ne? 30, ja, ne? Irgendwie so. Genau. Und ja,
Da geht es einfach um, wie prägt einen die erste Liebe und ja, wie viel schwieriger ist es, diesen Ansprüchen zu genügen, glaube ich, ne? Wenn die Frau ja dann 30 ist und man selber 19. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein ja spannendes Thema. Glaube ich auch. Wurde übrigens übersetzt von Gertraude Krüger. Ah, guck mal an. Sehr gut, cool. Hm. Ja, als nächstes habe ich für mich ausgesucht Mädchen, Frau etc. Von Bernardine Evaristo. Da geht es um, ich glaube, 12 schwarze Frauen oder schwarze Menschen in Großbritannien. Verschiedene Geschichten, was sie so durchmachen. Und das war auf jeden Fall auch sehr viel im Gespräch, in den Medien. Wurde auch sehr gut besprochen. Und genau. Ja. Und interessiert mich einfach sehr. Ja. Ja. Ja, habe ich auch für dich ausgesucht. Hätte mich auch jetzt sehr interessiert. Ja. Und vor allem, weil ich ja auch darauf schon warte, dass ich das weitergereicht bekomme. Ist gut. Ja. Ja, gar kein Problem. Wenn ich durch bin, gebe ich es direkt weiter. Ja. Gut. Wenn wir sowieso schon bei dem Thema sind, habe ich dir auch noch ein Sachbuch rausgesucht. Mhm. Und zwar von Alice Hasters. Ah, ja. Stimmt. Was weiße Menschen über... Nee. Ja. Der super lange Titel. Sehr super aber lange ja. Moment. Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ich selber habe das schon gehört. Mhm. Und ich fand das ziemlich gut, auch als Einstieg in das Thema. Und ja. Ja, ich habe auch angefangen, das als Hörbuch zu hören irgendwann mal. Aber da ich mit Hörbuch immer so meine Schwierigkeiten habe und das Thema zu wichtig fand, habe ich aufgehört, das als Hörbuch zu hören und habe mir das gekauft, weil ich es lesen wollte. Weil ich weiß, dass das bei mir einfach mehr hängen bleibt dann, wenn ich das lese. Und deshalb, ja. Ja. Ja, aber gut. Deswegen, dann kannst du ein bisschen in dem Bereich noch weiterlesen. Ja, sehr gut. Zwei Bücher. Ja, ey, Mann, ich bin voll der Experte nach Ende nächsten Jahres. Ja. Sehr gut. Ja. Okay, als nächstes habe ich nochmal mir einen Thriller ausgesucht, und zwar In deinem Namen von Harlan Coben. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, worum es geht, aber Harlan Coben ist für mich ähnlich wie Fitzek. Die sind vom Stil her auch sehr ähnlich. Okay. Und deshalb ist das auch für mich so ein Krimi-Autor, wo ich weiß, wenn ich den kaufe, ich brauche mir gar nicht so großartig Gedanken darüber machen, worum es geht, und hab da auf jeden Fall, ich komme auf meine Kosten, wenn ich das lese. Und ich habe irgendwie beim Durchgucken, was ich dieses Jahr so gelesen habe, festgestellt, dass ich nur 2 Thriller gelesen habe. Das ist wenig. Das ist total wenig. Für dich vor allem. Für mich ist das richtig wenig. Ich meine, ich habe das Gleiche festgestellt, aber bei mir ist das jetzt keine Überraschung. Ja, und ich weiß nicht, also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass ich wenig Thriller gelesen habe, aber ich habe Lust, noch mal ein bisschen mehr zu lesen, und deshalb. Gut. Ja. Ich habe auch noch ein spannendes Buch für dich ausgesucht. Cool. Ja. Spannend ist immer gut. Übersetzt von Katharina Ganzland. Ah, weißt du schon? Ja, Coho. Genau, von Colleen Hoover, Layla habe ich dir auf die Liste gesetzt. Sehr, sehr cool. Ja, ich finde, die Geschichte klingt halt auch mega spannend. Mhm. Es geht ja darum, dass irgendwie 2 zusammenkommen und die Ex-Freundin dann auf sie schießt, ne? Mhm. Und er sie daraufhin irgendwo in ein Haus bringt, damit sie sich beruhigen kann, und da aber irgendwie alles noch schlimmer wird. Ja. Weil es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja. Stimmt, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, weiß ich, glaube ich. Deswegen habe ich es dir draufgesetzt. Cool, da freue ich mich drüber. Ja. Ist ja auch noch relativ aktuell bei dir eingezogen. Genau, ja. Die Katharina Ganzland hat mir das netterweise auch geschickt. Danke da an der Stelle nochmal. So viele Belegexemplare. Schön. Das ist immer schön, wenn man damit zugeworfen wird mit Belegexemplaren. Ja. Ich liebe es. Eine der schönen Seiten unseres Jobs. Ja. Okay, mein letztes Buch für meine 12 Books in 12 Months Liste ist Vicious von V.E. Schwab. Das habe ich auch noch gar nicht so lange auf meinem Sub liegen, aber es hat mich auch sehr angesprochen. Da geht es irgendwie darum, dass 2 Medizinstudenten, glaube ich, sich umbringen, um nachher wieder aufzuwachen mit besonderen Fähigkeiten. Also die machen so Experimente an sich selbst und wachen dann mit übernatürlichen Fähigkeiten auf. Ich glaube, die eine ist unsterblich und der andere kann anderen Menschen Schmerzen zufügen. Okay. Ja,
Und das hat mich auch sehr angesprochen. Das ist Band 1 von der Reihe. Und Wie ich schwab ist ja auch in aller Munde und soll ja sehr gut sein. Und lesen wir ja auch demnächst im Lesezirkel. Genau, Eddie LaRue lesen wir demnächst im Lesezirkel. Und ja, danach kommt dann das bald noch. Cool. Ja. Sehr gut. Ja, von der Autorin habe ich auch schon elendig viel gehört und noch nichts gelesen. Genau, ich nämlich auch nicht. Super. Schauen wir mal. Als allerletztes Buch habe ich dir noch eins auf die Liste gepackt, was wir im Buddy Read lesen können. Nämlich von Sarah Bernhardt. Ja. Die beste Zeit ist am Ende der Welt. Ja. Immer diese komplizierten Titel. Langer Titel, ne? Aber ein schöner Titel, finde ich. Ja, und ein schönes Cover auch. Ja, das ist echt schön. Übersetzt von Hannah Fliedner. Wir haben auch beide ein Verlegexemplar bekommen. Ja. Genau, und ich habe schon auch ein bisschen mehr von der Geschichte mitbekommen. Es geht da um Peyton, die nach Kanada reist, nachdem sie einfach sehr viele unschöne Erfahrungen gemacht hat, gemobbt wurde und versucht so ein bisschen, glaube ich, zu sich selbst zu finden da in Kanada. Ja, und es geht dann auf einen Roadtrip und sie trifft da auch andere Leute und ja, daraus entspinnt sich dann ein Abenteuer. Cool. Bin sehr gespannt darauf. Ich auch. Wie schön. Ich glaube, das wird richtig gut. Ja. Ich habe das Gefühl. Ich finde unsere Listen auch richtig total toll. Total gut. Ja. Schön. Gibt es eins, auf das du dich am meisten freust? Nee, ehrlich gesagt kann ich das gar nicht so genau sagen. Also ich freue mich natürlich auf Sarah J. Maas, das ist keine Frage. Aber nee, ich habe gerade mal wieder total Lust auf Harlan Coben. Darauf freue ich mich auf jeden Fall auch. Ich habe ja wirklich sehr viel Fantasy gelesen dieses Jahr, deswegen... Ja. Ich auch. Und du, freust du dich auf eins besonders? Sollen wir nochmal eben gucken? Ja, die Harpie von Megan Hunter. Das kann ich verstehen. Das ist das, was mich am meisten reizt. Ja. Ja. Cool. Wie machen wir das eigentlich? Wollen wir am Ende des nächsten Jahres einfach ein Video machen und erzählen, wie es so war? Oder nehmen wir die trotzdem mit in unsere Lesemonate? Trotzdem mit in die Lesemonate, oder? Okay. Dann könnt ihr ja über das Jahr schon verfolgen, was wir so lesen. Genau. Von unserer Liste. Aber dann machen wir auch nochmal ein Roll-up oder so am Ende des Jahres, so, was wir letztendlich geschafft haben, was vielleicht nicht. Ja. Wer weiß. Nee, wir machen da aber, ne, wir machen auch keine Reihenfolge, oder? Ich lese das, worauf ich gerade Bock habe und wann ich darauf Bock habe. Ja. Dann ist gut. Mit so viel Druck kann ich sonst nicht umgehen. Man hat schon so viel Stress im Beruf. Ich habe mir auch irgendwann mal vorgenommen, ja, jeden Monat eins. Ja, genau, das ist das nämlich. Ne? Wenn ich dann auch noch festlegen müsste, welches ich in welchem Monat lesen muss. Ich weiß doch jetzt noch nicht, was ich Lust habe. Ja. Außerdem lasse ich mich ja immer lieber überraschen und ziehe gerne Zellchen aus meinem Glas. Ja, stimmt. Ja. Aber ja. Tolle Bücher sind dabei. Kennt ihr eins davon? Könnt ihr uns für eins besonders motivieren vielleicht, dass wir dann direkt dazu greifen, wenn das neue Jahr begonnen hat? Lasst uns Kommentare da. Einen Daumen nach oben. Sowieso. Oder habt ihr vielleicht auch 12 Bücher, die ihr nächstes Jahr unbedingt lesen wollt? Ja. Ne? Schreibt uns eure Listen auch in die Kommentare gerne. Macht's gut, Tipp. Bis zum nächsten Video. Bye, bye. Ciao. Tschüss.